So, und dann können wir ja noch heranzoomen. So, ich habe hier echt eine Anomalie in einem Bienenvolk entdeckt. So was kenne ich eigentlich noch gar nicht. Wir haben hier unsere ganz normalen Männchen. Mit einer dann doch sehr hohen Varroa-Belastung, wenn wir da genauer reinschauen. Also ich würde jetzt doch sagen, wir machen nochmal eine Ameisensäurebehandlung. Da krabbelt schon die Muttermilbe lang auf der Larve. Kann man die sehen? Hier unten krabbelt sie? Ja. Okay. Und das ist jetzt noch nicht die Anomalie, weil das ist einfach nur ganz normale Drohnenbrut mit einer Menge von Milben hier drin. Da unten krabbeln gerade die Töchtermilben noch weiter. Das war jetzt mal eine gesunde. Hier unten sehe ich auch schon wieder Varroa-Milben drin. Hier hat die Biene allerdings... Nee, hat sie nicht. Die Muttermilbe kriecht hier rum. Tochtermilbe, Tochtermilbe. Okay, also hier an der Drohnenbrut ist eigentlich alles stimmig. Das ist noch keine Anomalie, das ist alles so richtig, wie es ist. Das, was ich jetzt hier entdeckt habe, was wirklich strange ist, und das habe ich so noch nie gehabt, schaut euch mal diese Drohnenwabe an. Ich habe hier tatsächlich in dem Volk eine Drohnenwabe, wo aber Bienen drin sind. Hier seht ihr, das ist keine Drohne, das ist eine Biene. Und auch hier, man erkennt sofort an einem Dreieckskopf, hier krabbeln Bienen raus aus tatsächlich Drohnenzellen. Was ist denn das bitte? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Vielleicht hat irgendjemand, der das hier sieht bei Facebook, auch mal sowas erlebt. Also ich bin jetzt doch schon eigentlich mein ganzes Leben Imker und das schockiert mich jetzt ein bisschen, dass ich auf Drohnenzellen Bienenpuppen habe. Sehr merkwürdig. Ich weiß auch nicht warum und wieso. Ist auf jeden Fall eine Anomalie, aber in der Imkerei entdeckt man immer mal wieder Sachen, wo man davor denkt, das gibt es doch wohl nicht. Steht halt nicht auf dem Lehrplan alles. So, in dem Sinne,